Ja, jetzt, letzte Woche Samstag erst an. Ja, und, ja, hat mir sehr gut gefallen. Also war wirklich gut. Radzwiebel, also, wie es gerade heißt. Das habe ich vorher noch nie gehört. Und also die Grün ist echt klasse. Und dann dahinter ist ja mehr. Ne? Also da sieht schon toll aus. Also wirklich. Und wir haben gewohnt im Hühnbad. Genau. Gut, FKK-Strand war das zumindest. Ja, fliegt ja gerade an auf der Hundestrand. Ja, genau, nee, Richtung, nicht Bero, Richtung Bora, genau. Ja. Wo die 4,5 Kilometer lange Gebäude da steht. Ja, auf jeden Fall, da, das war so eine Ferienwohnung, eine große Ferienwohnung. Also mit Küche, Fernseher, Terrasse. Extra Schlafzimmer und allem drum und dran. Wir hatten noch so ein Ankleidezimmer mit so offenen Schränken und so. Also war wirklich gut. Wir haben jetzt dann ein Frühstück gebucht, weil wir keinen Bock hatten, morgens Frühstück zu machen. War ja schwer gegangen, ne? Da war so ein Bäcker direkt und dann ging es mit drin. Aber ja, und dann konnte die Sauna nicht benutzen. Ja, wir haben bezahlt, ja, und Schrank. Ja, bezahlt, 850 Euro. Wie lecker. Ja, klar. Ja. Und wie gesagt, bezahlt jetzt nicht einfach oder einfach so? Ja, wir waren jetzt auch. Ja, wir
Wir haben auch nur dreimal 20 Wochen gehabt oder so, oder 14. Da kommt ja noch ein zum anderen. Wir sind ja in einer Sauna gewesen, weil es teilweise auch scheiß Wetter war, weil es geregnet hat. Und also Freitag und Samstag hat es viel geregnet. Ja. Und ich habe ja, Parkplatz war auch noch. Ne, du hast also reserviert Parkplatz. Ja, dann haben wir das Foto gemacht und dann konnte man den nicht mehr sehen, weil da ist mich auf dem Dachboden so, auf dem Dachfenster und da waren zwei auf einmal. Und dann runter wieder, Fotoapparat geholt und dann, nicht meiner, aber und ich sag, stell mal ein. Ja, und, genau. Und ich hoch wieder und Fotos super gemacht, ja. Ey, 15 Stück genau oder sonst wie. Ja, sonst sind wir da gar nichts gewesen, mit dem Rasen Anton sind wir gefahren. Ich habe wohl nicht feste genug gedrückt, ich habe wohl immer nur angetippt. Ja. Also ich habe doch nicht 15 Mal gedrückt und habe nicht einmal richtig feste gedrückt. Nicht einfach. Die kommen wieder. Ja, schon. Ja. Nein, kommt schon wieder, aber trotzdem. Ich und Technik. Ich und Technik ist auch nicht. Und krank ist auch selten dran. Unser Computer ist also ein älteres Gerät und lahm. Und dann hat er auch die Stütze halt öfter mal ab und so. Und dann war ich da dran und hatte dann halt auch was gucken wollen, wegen der Ferienwohnung. Also, viermal ist er mir abgestürzt. Beim letzten Mal, da hing er da wieder und dann sagte er, guck mal zu mir, lass mal an, ja, ich mach dann auch noch. Ich sag, ja, ich sag, der hängt, nee. Ich bin mal dran, ich sag, ich geh nicht mehr, dann ich bin fertig. Ich sag, jetzt ist ein paar Mal abgestürzt. Und dann kam er hinterher, nicht einmal gelaufen. Und so, bei mir ist er halt ein paar Mal abgestürzt, kann ich es auch nicht erinnern. Ist gemein, oder? Ja, bei ihm stürzt er sonst auch ab, aber in dem Moment, den Tag, ne? Also heute und so, ne? Hat er gut gehabt, ja. Ja, ansonsten sind es bestimmt schon beide und, oder auch er alleine. Kannst du nicht meckern. Weiß ich nicht, der ist halt alt. So, Martina. So, wir lesen jetzt hier raus rein. Ja, wir kommen. Ach ja. Gar kein Problem. Ha, ha, ha.